Open-Fenster-Folge. Open-Fenster-Folge. Ich höre das Intro nicht. Ja, ist richtig. So, in der letzten Folge, ungefähr vor 5 Minuten. Ja, warte mal, bis das Intro vorbei ist. Hat der Timo noch gesagt, ich höre das Intro. Ja. Jetzt höre ich das Intro schon wieder nicht mehr, aber ich glaube, wir sind jetzt über das Intro hinaus. Kropft euch! Kropft euch! Schönen guten Tag, wieder eine weitere Woche rum für euch, Maike, wenn man Zeitsprünge, das ist der Wahnsinn, ne? Immer. Wir haben schon Mitte Juni quasi. Gefühlt, ja, gefühlt. Ja, mein Puls ist ein bisschen wieder runtergekommen, nachdem ich in der letzten Folge oder gerade eben für mich noch feststellen musste, dass Timo den Struwwelpeter nicht kennt, der auch. Ich hoffe, bis heute hat er die Bildungslücke geschlossen. Habe ich auf jeden Fall versprochen. Ja. Solltet ihr auch eigentlich dann gesehen haben. Ja, wir warten drauf. Aber kriegen wir hin. So, kriegen wir hin. Nachdem wir ja in der letzten Folge feststellen mussten, vor diesem Kulturgut-Fauxpas, dass die Aktion mit diesem Themengenerator, den Timo auf singleuniversity.de gefunden hat. Flirt University. Auf Flirt University, ja. Kommen wir eigentlich auf selber raus, oder? Wahrscheinlich, Flirtest keine Ahnung. Du, wenn du in einer Beziehung bist, eher selten. Hast das Ziel ja schon erreicht. Ist egal. Nur als Mittel zum Zweck, keine Ahnung, Tisch im Restaurant kriegen oder so. haben Sie dir einen Tisch bestellt? Wieso bist du Schreiner? Was passiert hier? Auf jeden Fall werden wir. Fährt gerade ein Moped durch Studio. Mit diesem Themengenerator einfach weitermachen und gucken, richtig, was dieses Ding noch für lustige Eventualitäten und Themenvorschläge ausspuckt. Kann also sein, dass die Folge gleich schon wieder vorbei ist. Ja, spätestens, wenn ich den nächsten mittelschweren Herzriss kriege, weil ich wieder irgendwann nicht kenne. Ich drück dann mal, ne? Drück mal. Sharknado. Großartig. Ja. Passt gut zum Struwwelpeter. Ja. Dann hätte ich dir aber auch durchaus verziehen, wenn du das nicht kennen würdest. Also Sharknado als Gesprächsthema. Ja, ich finde ganz ehrlich, großartige Filmreihe. Ja, stimmt. Ich bin nicht der größte Freund von Trash-Filmen und auch nicht von Trash-Splatter-Filmen. Aber Sharknado finde ich doch schon gut, einfach weil sie so sehr ins Absurde abdriften. Das ist richtig. Ich glaube, bei dem letzten waren es Haie mit Laseraugen im Weltraum. Ja, irgendwie sowas. Für die den Plot nicht kennen, ihr habt nichts verpasst, aber es geht um ein Tornado, um eine Windhose bestehend aus, nein, mit Haien drin. Mit Haien drin, ja. Genau, mit Haien drin und völlig überzogene Trash-Splatter-Filme mit H-Promi-Besetzung. Ja, schon fast also, Y. Also so Gesichter, die man irgendwo mal gesehen hat, meistens so in irgendwelchen Serien aus den 90ern, die dann, ja, beziehungsweise die Hauptperson versucht, in alter Weißerhai-Manier ständig alle Behörden zu warnen, dass dieser Sharknado kommt, wird natürlich nicht für ernst genommen und das Chaos nimmt seinen Lauf. Richtig. Ist einfach überzogen. Ja, auf gar keinen Fall nüchtern gucken und auch nicht mit irgendwelchen bewusstseinserweiternden Sachen gucken, da solltet ihr sowieso die Finger von lassen. Richtig. Aber Sharknado und ein Bierchen geht eigentlich immer. Das geht, ja. Das und wenn es zum Einschlafen ist. Richtig. Die sind doch, glaube ich, gar nicht so lang, die Filme, ne? Einfach so Standard 90 Minuten, ne? Ich glaube, ja. Ja. Überlänge wäre auch krass. Aber ich hab auch, glaube ich, noch keinen Sharknado-Teil geguckt, wo ich nicht mittendrin einfach mal vorgespult habe. Das stimmt. Weil der Plot so irrelevant ist. Richtig. Okay. Ja, schön. Weiter. Komm, weiter. Klick doch nochmal. Ich klick nochmal. Orte, die ihr unbedingt noch bereisen wollt. Da steht aktuell Japan wirklich ganz weit oben auf meiner Liste. Da würde ich auch gerne hin. Gerade Tokio. Ja. Ja, dann lass doch mal da hinfahren, da eine Kropfzeugfolge aufnehmen. Machen wir. In drei Jahren oder so. Ja. Fang jetzt an mit sparen. Richtig. Aber so teuer soll er gar nicht sein. Nee, Orte, die ich bereisen will. Also Japan, wie gesagt, steht ganz oben auf meiner Liste. Wobei ich mich da noch nicht entschieden habe, ob eher so ländlich, traditionell mäßig oder wirklich dann in so eine Megacity wie Tokio oder. Was ich mir habe sagen lassen, ist, dass du, wenn du Tokio besuchst und du kannst dir im Vorfeld, ein Arbeitskollege war ja da, kannst dir im Vorfeld so ein Ticket für Bahn buchen, dass du im Großraum Tokio und drumrum
dann Bahn fahren kannst. Und okay. Das ist für einen Schleuderpreis im Prinzip. Du kannst da also die Regionalbahn alles benutzen. Ja. Nah- und Fernverkehr sozusagen. Ja, gerade was so bevölkerungstechnische Hilfsmittel wie ÖPNV und so angeht, sind Japaner mal wieder besser als wir. Da, jeder ist besser als wir. Naja, auf jeden Fall sagte er auch, ein Vorort von Tokio, da ist es halt so, dass das echt traditionell in Anführungszeichen ländlich ist. Okay. So. Und da fährst du irgendwie 40 Minuten mit der Bahn hin. Also kannst du alles in einem Abwasch machen. Jo. Ne? Dann, Ja, aber, ja, also Orte, ne, Tokio, hätte ich auf jeden Fall hart Bock drauf. Ja. Ich muss ja dazu sagen, für mich, interessante oder attraktive Reiseorte sind ja alles da, wo nicht unbedingt so die Sonne knallt. Ne? Ja, ich bin ja sowieso ein Mensch, so alles über 15 Grad ist für mich Quälerei. Das könnte auch einfach daran liegen, dass ich eine Fleischrobbe bin. Aber mich reizt da die nördliche Hemisphäre schon mehr. Also auch so alles, so was so polarkreismäßig da ist, wo wenig Menschen sind und mir keiner auf den Sack geht und trotzdem du da unglaublich schöne Landschaften hast und so weiter. Ja. Also ich, Irland wäre ich auch hart. Ja, da sind wir ja auch da dran, an der nördlichen Hemisphäre. Da ist auch eher selten Sonne. Wenn ist schön und nicht zu warm, dann richtig. Bin ich mit dabei. Da würde ich auch gerne noch mal hin. Wir machen einfach eine Kropfzeug-World-Tour. In 8 Jahren, weil dann fangen wir jetzt wirklich an zu sparen. Oder wir machen das einfach als YouTube-Format und verdienen uns mit den Klicks die Reise. Okay, safe. Alles klar. Ja, ab morgen bei Patreon. Richtig. So ungefähr. Geil. 2 Themen, 6 Minuten. 2 Themen, 6 Minuten. Ja, man macht ja nichts, ne? Das ist läuft ja. Entspannt hier. Ja, auf jeden Fall, eben hier wieder wechseln. Was wechselst du denn? Wenn ihr ja hier auf Dingens. Also nochmal klicken. Nochmal klicken? Ja, sicher nochmal klicken. Oder, oder wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Orte, die ich unbedingt bereisen will. Das Schlafzimmer von ist egal, komm, mach weiter. Essen, das ihr gar nicht mögt. Schwierig, ich bin fett, ich esse alles. Einfach. Gekochte Kohlrabi. Gekochte Kohlrabi ist der letzte Rotz. Ja, ist nicht so geil. Roh sind die richtig geil, wenn du ne, so eine richtig knackige, frische Kohlrabi hast. Ja, das ist echt geil. Das am besten noch aus dem Kühlschrank, ne, dass die so wirklich frisch ist. Ein bisschen, weiß nicht, so Prise Salz drüber, geil. Ne. Aber gekocht. Sträter hat das, glaube ich, sehr schön formuliert. Gekocht schmecken die Dinger, als würde es in ihnen spuken. Ich finde die mega. Was ich jetzt auch letztens gesehen habe bei Kaufland, keine Werbung, vorgekochte Kohlrabi im Glas. Ja, richtig. Das ist so Geschenke, die Welt nicht braucht für Leute, die ich nicht mag, außer Chibo. Gekochte Kohlrabi aus dem Glas. Ja. Brr. Nee. Bei mir ist das relativ einfach. Alles, was mal geschwommen ist. Alles, was mal geschwommen ist. Also Fisch ist so, oder Meeresgetier ist so gar nicht meins. Gibt Ausnahmen, aber im Prinzip ist das gar nicht meins. Und diverse Sorten an gesundem Essen. Obst zum Beispiel. Obst. Obst ist auch nicht so mein All-Time-Favorite. Aber es gibt halt, bei mir ist das mit Obst so, Apfel, Birne, Banane, esse ich alles. Im Rohzustand. Apfelkuchen, hasse ich wie die Pest, kannst du mich mit jagen. Okay. Sobald der gebacken ist oder so, ist das bleh. Entweder püriert oder am Stück, aber bitte kalt. Maximal mit Schale. Also das ist, ne, und Kirschen mag ich nicht. Ist einfach irgendwie, also ich mag den Geschmack von Kirsche, mag ich, aber die Konsistenz einer Kirsche mag ich nicht. Also die finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja, ich mag das nicht. Das ist, ne. Also Kirschsaft oder sowas ist lecker, aber Kirsche so essen, ne. Nee, will ich nicht. Nein, Erdbeeren sind lecker. Aber er mag kein Obst. Nee, bei mir, schwierig sind bei mir auch Bananen. Hat jetzt keine homophoben Hintergründe, sondern einfach nur die Tatsache, dass ich Bananen einfach, ich will nicht sagen, ich esse sie gar nicht, aber mal so eine in 5 Jahren. Mhm. Einfach weil ich so, nee. Ja, Banane ist eigentlich halt wirklich im Sommer ganz gut, wenn du einfach so brauchst mal ein bisschen was den Power gibt und ist warm, dann kannst du so eine Banane reinziehen. Oder Koks. Genau, ja. Aber also, komisches Obst. Banane ist ein bisschen billiger. Ja. Aufs Gramm gerechnet auf jeden Fall. Ja, definitiv, definitiv. Nee, ansonsten esse ich eigentlich alles und probiere auch alles. Ja, probieren, das musste ich lernen. Mhm. Früher wirklich gesagt, nee,
Mag ich nicht, aber du hast ja doch nie gegessen. Ich mag da trotzdem nicht. So, weißt du? Aber ich habe dann irgendwann bin ich dazu übergegangen, wirklich zu probieren und auch immer mal wieder zu probieren. Mhm. Wo ich gesagt habe, das esse ich nicht, habe ich früher nicht gegessen, habe ich dann einfach nochmal probiert. Deswegen esse ich auch manches an Fisch, zum Beispiel Thunfisch. Und damit meine ich jetzt nicht nur auf eine Pizza, sondern auch ein Thunfischsteak oder im Sushi. Genauso wie im Sushi ein Lachs esse ich auch. Aber ich würde nicht so ein, wie das manche machen, dann dieses Sashimi da, wo das Stück dick Lachs auf dem Reis liegt. Das ist schon wieder nicht meins. Aber so diese Sushi-Rolls mit Lachs, die esse ich auch. Ja, ist ja sowieso alles Delfin. Ja, deswegen schmeckt das auch alles gleich. Richtig. Ja. Das ist genau wie beim Fleisch. Alles, was du nicht identifizieren kannst, schmeckt nach Hühnchen. Ja, richtig. Alles, was du bei Fisch nicht identifizieren kannst, ist eigentlich Delfin. Ja, ja. Gut. Schöne Delfin-Pizza. Soll ich nochmal klicken? Ja, ich habe gerade ein Flashback gekriegt, was Thunfischpizzen angeht, aber ist in Ordnung. Ja, so, erzähl. Es gab während meiner Jugend eine ominöse Pizzabude in Oberhausen-Altstein. Diese Pizzabude gibt es immer noch. Und, ist immer noch ominös? Ja. Welche ist das denn? Ich möchte das nicht sagen, weil ich möchte, eigentlich sind die Jungs total nett und vielleicht hat sich auch einiges bei denen geändert, aber okay, Fakt ist einfach. Erzähl es mir gleich einfach. Fakt ist einfach, wenn du Bock hattest auf 2 Tage Dünnpfiff, hast du dir da einfach eine Thunfischpizza bestellt und hattest dann 2 Tage Magenschmerzen und Durchfall und dementsprechend auch einen Krankenschein. Ja. Leute, die meine Jugend mit mir verbracht haben, wissen, wovon ich rede. Ende der Geschichte. Ja, du kannst doch nicht einfach aufhören zu reden und ich trinke gerade was. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass du hier schon Bier aufgemacht hast und meine Wasserflasche leer ist. Ja, mein Bier ist jetzt auch leer. Ja. Soll ich jetzt nochmal klicken? Klick doch mal. Ich klick nochmal. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Klickst du gerade auf zurück, oder? Nein. Schlimmstes Outfit aus der Kindheit. Boah, weiß ich nicht, weil ich als Kind, ich glaube bis, nicht nur als Kind, ich glaube auch bis zu meinem 20. Lebensjahr überhaupt kein Bewusstsein dafür hatte, für die Klamotten, die ich trage. Boah, ich sag mal, definiere Kindheit, ne? Das ist ja jetzt so das Problem. Also ich sag mal, meine größten Modeverbrechen waren, glaube ich, während meiner Punkzeit. Ja, aber das war ja gewollt. Richtig. Dementsprechend, also so ein ich hatte eine sehr grün-blau karierte Shorts und darüber ein neongrünes Polyester-Sakko mit diversen Patches und Aufnähern und einen sehr schlecht frisierten, falschen Irokesen. Also genau das Richtige. In Rot gefärbt. Also, ja, Iro hatte ich nie, aber halt so das Drumherum. Also mein Schluss. Ich habe eigentlich, das hat meine Mutter immer aufgeregt, wenn ich als Kind, ich sah laut meiner Mutter, wie gesagt, ich hatte kein Bewusstsein dafür, ich sah immer schlunzig aus. Ja. Also immer so ein bisschen so ein T-Shirt aus der Hose, die Ärmel bis über die Hände, weißt du? Und, ja. Aber ich hatte nie ein Modebewusstsein. Ich habe auch nie auf Mode Wert gegeben und dementsprechend kann ich das gar nicht sagen. Es ist, also ich sag mal, ich war ähnlich, ne? So, klar, ich habe einfach angezogen, worauf ich Bock hatte. Ich bin auch immer noch so der Meinung, ich ziehe an, worauf ich Bock habe. Ob das jetzt. Ja, bei mir hat sich das insofern heutzutage geändert, ich ziehe an, weil ich mich anziehen muss. Okay. Nee, also ich achte jetzt nicht darauf, irgendwie, dass die T-Shirt-Farbe zu meinen Schuhen passt. Die sind oder da eh alle schwarz. So, meine T-Shirts? Ja. Nee, ich habe sehr viel weiße T-Shirts. Ja, schwarz oder weiß. Ja. Gut. Ich habe, es ist irgendwann so, ich weiß nicht, also muss bequem sein, soll nicht ganz scheiße aussehen, das sind so die Kriterien, ja, wonach ich das aussuche. Ja. Ne? So. Aber schlimmstes Outfit aus der Kindheit, deswegen definiere Kindheit. Unter 18. Scheiße. Warum? Damit müsste ich mich jetzt outen. Sag mir bitte nicht, du hast eine Lonzerjacke angehabt. Nein. Gut. Nein. Obwohl, nee, warte mal gar nicht. Ha, ich war noch gar nicht 18, als ich mir meinen Realschulabschluss gemacht habe, aber kurz davor. Ja, gut.
Deswegen meinte ich jetzt auch. Ach, ist egal, erzähl. Komm, hau rein. Ja, Mottowoche und so, ne? Ich bin halt. Hatte ich nie. Ja, wir schon. Und okay. Dann gab es besagten Geschlechtertausch. So, und meine Mutter war halt so cool und hat mich hingefahren. Und ich hatte halt schön den Minirock an. Ne? Und so ein Top. Und ich hatte damals schulterlange Haare. Schwarz gefärbt. So, also bin ich, ne? Das auf jeden Fall. Erzähl weiter, ich versuche gerade dieses Bild aus meinem Kopf. Bin ich mit dem Bus zurückgefahren mit ein paar Kollegen, habe aber nicht bedacht, dass die alle ungefähr 8 Haltestellen aufsteigen, bevor ich aufsteigen muss. Also saß ich dann hinterher schön in Minirock und Top im Bus. Das war mir damals sehr unangenehm. Heutzutage wäre mir das scheißegal, aber. Tipp vom Profi, Wechselklamotten. Ja, Tipp vom Profi, richtig. Wobei, da muss ich dann so ein ähnliches Erlebnis hatte ich passiv. Grüße gehen raus an meinen lieben Vito. Der ist ein unglaublich hässliches Mädchen. Es gab da mehrere Momente. Der erste Moment war, da hatte ich, glaube ich, mein erstes oder zweites Kamera-Handy. Und da habe ich aus einer ziemlich ungünstigen Position von Vito ein Porträtfoto geschossen. Er sah wirklich original aus wie ein Mädchen. Okay. Das zweite war, dass er damals zu Karneval von seiner damaligen Freundin als Mädchen verkleidet wurde und dementsprechend zurechtgemacht. Okay. Sowohl Outfit als auch Make-up-mäßig und es stand ihm. Ja, also ich sag jetzt mal, dass das an sich so, ne, das schlimmste Outfit war für mich halt unangenehm, aber der Rock war halt auch einfach 3 Kilometer zu groß, so ungefähr, weißt du? Ja, aber die Frage war das Outfit jetzt schlimm? Ja. Okay. Ich gut. Fand schon. Ja, nur okay. Ne? Ja, ansonsten war mir das als Kind war mir das total egal. Ja, mir auch. So, Mutti hat mich angezogen, war mir egal, ne? Ja, das nicht. Ich habe halt angezogen, was da war. Einfach. Ja. Ich hatte als Kind eine Lieblings-Kordhose. Ja, war die 90er. Ja, alles gut. Alles gut. So, ich klick nochmal, ne? Ich klick mal. Dein schönstes Urlaubserlebnis. In der letzten Folge hatten wir den schlimmsten Urlaub. Mein schönstes Urlaubserlebnis. Boah. Ja, aber da muss ich leider dieselbe Aussage treffen wie in der letzten Folge. Alle oder keine. Alle oder keine, ja. Nee, das ist schwierig bei mir mit Urlaub. Mein schönstes Urlaubserlebnis. Puh. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Alle geilen Sachen, die mir passiert sind, war zu Hause. Ja, also es gibt bei mir so, ich sag mal, 2 schönste Urlaubserlebnisse. Und zwar, das hört sich jetzt richtig kitschig an, aber es ist einfach so. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, bitte lass das nicht das sein, was mir gerade durch den Kopf fliegt. Komm, erzähl. Die letzten, oder Urlaub auf Mallorca und Urlaub auf Sizilien mit Frau, meiner jetzigen Frau, weil ich bin vorher, weiß ich nicht, wie lange das her war, ich glaube 16 Jahre, dass ich das letzte Mal geflogen war. Mhm. Und war einfach cool, mal nicht. Anscheinend nicht vor der Schule, wie ich festgestellt habe. Und war einfach mal wieder cool, nicht das Sauerland zu sehen, nicht Holland und nicht irgendwie Nordsee, Ostsee oder so. Weil, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ne? Ansonsten, was Landschaft angeht, schönstes Urlaubserlebnis, einfach schönste Landschaft wirklich ist Finnland. Mhm. Wo ich 2-mal war. Also wenn ich jetzt überlege, nee, obwohl, das habe ich ja in der letzten Folge auch erwähnt. Also ne, ich kam nach Hause und habe damals einen neuen Hund bekommen, ja. Weil mein Alter da eine Woche vorher gestorben, ein Jahr vorher gestorben war. Ja. Und das war ein relativ cooles Erlebnis, dass ich halt nach Hause kam. Und ich wusste, ich bin damals immer mit einem guten oder ehemalig guten Kollegen von mir zusammen auf so eine Jugendfreizeit gefahren. Mhm. Und ich wusste, wenn der nach Hause kommt, kriegt er zur Begrüßung von seiner Mutter immer ein Geschenk. Okay. Und dann nicht irgendwie Tafel Schokolade, sondern ein Computerspiel, also ein Videospiel oder ja, ne, ja. Immer was er sich vorher aussuchen durfte. Okay. Ich habe das nicht gekriegt. Ja, gut. Ich auch und nicht. War dementsprechend, wie man halt so ist, als Kind eifersüchtig. So, und wir stiegen halt aus diesem Reisebus aus und er kriegte halt dieses Videospiel damals von seiner Mutter in die Hand gedrückt und freute sich voll. Und meine Mutter kam ums Eck und dahinter mein Dad. Und mein Dad hatte halt diesen winzigen Bobtail auf dem Arm. Mhm. Und
das war genial. Das ja. War richtig genial. Scheiß also, das auf war, dein Videospiel. War zwar nicht mehr im Urlaub, aber war das schönste Erlebnis, was ich mit einem Urlaub ja, verbinde. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja. Sollen wir eins noch machen? Dann machen wir noch einen. Einen machen wir noch. Wenn jetzt nicht wieder so ein Schucker ist wie in der letzten Folge. Ah, komm schon. Nicht so einfach hier mit der Maus. Höhenangst. Höhenangst. Oder kann ich einiges erzählen? Höhenangst, guck mal die. Ich habe keine mehr. Ich hatte mal immer ein Unbehagen, was Höhen angeht, aber auch nur bei stehenden Höhen. Mhm. Also wenn sich irgendwie achterbahnmäßig was bewegt hat oder so, hatte ich nie Probleme damit. Ja. Bei stehenden Höhen hatte ich lange ein Problem, bis ich dann durch meinen Beruf als Maler und Lackierer viel mit Gerüsten zu tun hatte und auch mit Höhen zu tun hatte und dementsprechend mir irgendwann mal gedacht habe, so, scheiß drauf. Ja. Und ja. Also ich habe mit Höhe so 0, gar kein Problem. Klar, es gibt so Höhen oder je nachdem, inwiefern du auf dieser Höhe stehst, dass ein Unbehagen dabei ist, aber das ist einfach nur menschlich. Aber es ist nicht so, als hätte ich da irgendwie Angst vor oder so. Klar, ist dann so ein bisschen mulmig oder so, wenn du so auf einer Holzplanke oder so läufst, ungesichert in 30 Meter Höhe, ne? Aber ist ja unten steht, es hängt immer noch nicht. Entschuldigung, Mama, ich habe es immer noch nicht aufgehängt, aber ein Bild von mir auf dem Dach vom Ferienhaus, da waren auch ein paar Meter, das juckt mich nicht, kannst mir auch hier aufs Dach setzen, interessiert mich genauso wenig. Oder Freileitungen oder sonst irgendwas, ich stand schon auf den Schornsteinen von Kraftwerken, das ist mir alles total Hupe. Ist halt hoch, ja, gut, aber ich sag mal, gerade bei so einem Schornstein, wenn du unten ankommst, ist eh vorbei. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, nicht das Fallen, der harte Aufprall tut weh. Ja, so. Ne, und, aber ich kenne halt jemanden, den kennst du auch, ich nenne jetzt keinen Namen. Da stand ich auf dem Carport von meinem Opa und hab Dachpappe neu gemacht. Ich hab zu ihm gesagt, der hat mir geholfen, ich sag, komm rauf, hilf mir mal. Nee. Ich sag, warum nicht? Sagt er, nee, ist. Kackhöhe. Ich sag, warum? Es sind 2 Meter. So, ne? Vielleicht 2,50. Ja. So. Ja, aber ich könnte mich da oben aufs Dach stellen. Da hätte ich kein Problem. Warum? Ja, wenn ich unten bin, weiß ich bin um. Aber wenn ich da runterfalle, dann, ne. So eine Höhe, ab einer Höhe, wo du weißt, bist safe weg, war da kein Thema. Okay. Alles darunter war nicht so seins. Kenne ich auch so noch nicht. Du kennst aber die Person, ich sag dir auch gleich, wer sie ist. Ja, ich kann mir das schon denken. Ja. Das hatte ich halt auch nie gehört, aber ich habe es schon öfter gehört. Aber ich kenne auch keinen mit einer richtig krassen Höhenangst, der sich halt. Meine Mama. Also, ihr kennt euch nicht, aber. Ja, wir haben uns schon mal gesehen. Bei meiner Mutter ist wirklich so, alles, was so über Teppichkante ist, ein bisschen schwierig. Also, die wohnt jetzt im ersten Stock und selbst da ist das schwierig, wenn es auf den Balkon geht. Echt? Ja, das ist also krass. Höhenangst ist ein ganz tolles Thema mit meiner Mutter. Ich erinnere an den Paris-Urlaub 1997, als wir da oben am Eiffelturm waren. Das Schwitzwasser alle Nieten zum Rosten gebracht hat in diesem Bauwerk. Ja, das Problem ist einfach, wenn du halt irgendwie keine vor nichts so richtig Angst hast, sag ich mal. Ne? Mhm. Also klar, man hat ja irgendwie Angst vor irgendwas, aber ich habe keine, so dass ich mir, was weiß ich jetzt lapidar gesagt, in die Hose scheiß oder so vor Angst. Diese Panik. Diese Panik, genau. Also, ja, das ist ja dann wirklich schon eine Phobie. Also, ja. Also die habe ich auch nicht, doch habe ich. Aber ich jetzt sag dir nicht, wofür, weil das kannst du gegen mich verwenden. Okay. nee, das ist nicht witzig. Also gut, ganz so krass, wie man das vielleicht aus dem Film und Fernsehen kennt, dass ich dann anfange, irgendwie rumzukreischen oder sonst irgendwas, ist es nicht. Aber ich werde sehr, sehr nervös und schweißnasse Hände und Pumpe geht etc. Ich werde das nicht gegen dich verwenden. Ich gehe solchen Situationen grundsätzlich aus dem Weg. Ja, ich hab übrigens ein Talent dafür, genau sowas bei Leuten zu triggern, wenn ich nicht weiß, dass sie sowas haben. Also sag's mir lieber. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Okay. Also bei mir ist das zum Beispiel, also was ich ursprünglich sagen wollte, wenn man selbst keine Panik, sag ich mal, vor irgendwas hat, kann man das immer so schlecht nachvollziehen, wenn Leute dann irgendwie so richtig, richtig Panik haben, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen oder sonst irgendwas, wo du dann denkst so, hier ist ein Geländer, du kannst hier nicht runterfallen, wenn du nicht 2 Meter hochspringst, so ungefähr. Ja. Aber das interessiert die nicht. Nee, das ist auch in dem Moment nicht. Ja. Denn die Verknüpfung kriegst du auch in dem Moment gar nicht in deren Köpfen. Ich meine, ich hab Panik im Prinzip vor
Wespen. Aber das halt nicht. Richtig. Aber ich, es geht teilweise und teilweise geht's halt nicht. Also wenn die so angebraust kommen oder so, dann kriege ich wirklich Panik. Aber wenn ich die von Weitem schon sehe oder da sind irgendwie, die fliegen so am Tisch rum, dann kann ich relativ ruhig bleiben. Es sei denn, sie fliegen auf mich zu. Warum tust du nicht? So. Ja, das versuche ich mir ja so anzutrainieren. Also das ist bei mir schon so eine kleine Panik. Ansonsten hat es auch so weit, ich habe Panik vor Klauen. Weißt du, so diese typischen Riesenklauen mit scharfen, okay, so à la Velociraptor. Ja, ja, ich weiß, so, was du meinst. Da habe ich so vor dieser Art Klaue, sag ich mal, habe ich einfach Schiss. Okay. So. Begegnet ja beim Alter relativ selten. Nein, klar, aber ne, sei es eine Bärenklaue, eine Tigerklaue, okay, oder sonst irgendwas, nee, okay, muss nicht sein. Kannst du haken, kannst du behalten. So, das ist aber, ansonsten ist das dunkel. Nee, bei mir sind's großes Federvieh, also so ab Papagei aufwärts. Okay. So Vögel, wenn die irgendwo frei rumfliegen und ein bisschen größer sind oder so, da ja, gut. Das liegt aber, ich sag mal, ich lasse jetzt einfach mal den Freud raushängen, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich als Kind in eine ziemlich bedrängliche Situation mit dem Papagei meiner Tante gekommen bin. Okay. Dass der quasi, der hat mich, ich weiß nicht, ob er mich angegriffen hat, will ich dem guten Tier nicht unterstellen. Er wollte halt auf mir landen. Ach so, ja, okay. Ich konnte mit der Situation absolut gar nicht umgehen. Ja, gut. Und habe dementsprechend dann komplett am Rad gedreht und ist halt irgendwie hängen geblieben. Auch so, ich gehe ja zum Beispiel auch mal gerne auf so einen ganz klischeehaften Mittelaltermarkt und wenn ich dann sehe, da steht irgendwo eine Falknerei und macht da gerade ihre lustige Adlershow, bin ich weg. Ja, nee, ist ja. Dann kommt dann der Satz, Federvieh ist nichts für einen Onkel und dann bin ich weg. Also, ich sag mal so, wellensittig, alles cool. Ne? Hier unser Toto, diese Papageienviecher, die der hat, die frei rumfliegen, ist gar kein Problem. Aber alles, was so Großpapagei aufwärts ist oder auch Raubvögel so, oder so. So Kakadu-mäßig aufwärts. Ja, dann Tschüssikowski, und Wistanimanski. Also dann den Vogel lieber gegrillt mit einer Beilage. Ja, es ist, also ich sag mal so, wie du jetzt sagst, so mit Panik oder so nicht, aber das ist so dieses Unbehagen. Also wenn ich jetzt durch den Park laufe oder so und dann läuft da ein Schwan, kommt vielleicht noch auf dich zu, da ist auch so ein Respekt da. Oder wenn da so ein Pfau, sag ich mal, wie die schon mal in manchen Zoos. Da kriege ich einen Anschluss wie Cristiano Ronaldo, wenn so viel auf mich zukommt. Ja. Ne? Ich respektiere und liebe alle Tiere, aber. Nein, also es ist halt so, du weißt eigentlich im Prinzip, wenn du denen jetzt nicht auf den Sack gehst, dann machen die auch nichts. Nein, Schwäne sind Arschlöcher, die machen auch was, wenn du denen nicht auf den Sack gehst. Ich meine jetzt Pfauen. Ach so. Ne? Aber das ist trotzdem so, das ist halt ein Vieh, wenn der dich pickt, das merkst du. Ja, so, aber das halt, merkt der dann auch. Ja, ja, aber das ist halt so. Und sowas, der hat angefangen. Ja, wo ich sag so, da habe ich auch meinen Respekt vor, aber halt jetzt nicht so die Panik oder Angst. Nee, aber auch so, du hast halt ja zum Beispiel schon mal so in Tiergärten oder Zoos oder so, dass die Pfauen da frei rumlaufen. Ja. Mach ich einen Bogen rum. Ja. Bin ich weg. Ja, das ist so. Ich guck mir noch mal die Elefanten an, alles klar. Elefanten, Tiger, kuscheln, alles cool. Ja. Ne? So, Stöckchen holen mit den Bengalischen, gar kein Problem. Ja. Eine Taube dabei, Feierabend. Ja. Nein. Nö, das war's, ne? Ja. So, das war jetzt die dritte Folge am Stück, können wir jetzt aufhören? Wir können jetzt gerne aufhören. Schön. Schön. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Oh, hat das einmal geklappt, weil es sind 3 Folgen. Was denn? Den Stil müssen wir verbessern. In diesem Sinne. Ja, viel geredet. Nichts gesagt. Schönen Sonntag noch.